Da ist sie. Da bist du ja. Das sind Haley und Manta aus der League. Hallo. Legen wir los. Es gibt ein PR-Event für den Showdown beim Observatorium. Sämtliche Medien sind da. Wir crashen die Party, erregen Aufmerksamkeit, locken die Kameras bis zum Lagerhaus und sorgen für Schlagzeilen. Können wir jetzt los? Ich fahre mit dir. Ein Sprinter. Das Auto schon mal geholt. Aua! Ich glaube, ich bin irgendwie abgestürzt jetzt hin. Was ist das für ein Rennen, Alter? Okay, hätte ich nicht gedacht, dass es so. Alles klar, der Nachricht der Haley folgt uns. Und jetzt schön lächeln. Sie konzentrieren gerade. Ist die Straße nicht breit genug? Okay, wir haben die Presse am Haken und sind auf dem Weg zum Lagerhaus. Jetzt müssen wir nur zusammenbleiben und sie bei Laune halten. Wie lange müssen wir das hier noch durchziehen? 30 Sekunden vielleicht. Ich genieße das hier viel zu sehr. Und dabei fahre ich noch nicht mal selbst. Ich bin's nicht gewohnt, Zweiter zu sein. Tja, sich wohl dran gewöhnen müssen. Wobei der Abstand jetzt relativ groß ist. Dein Wagen ist schnell, aber deine Technik ist erbärmlich. Wir sind fast da. Nur noch kurz über die Brücke. Na endlich. Wenn die Medienleute diesen Ort sehen, fliegt die ganze Operation der Kopf auf. Das wird episch. Ja, geil. Spielzeug. Na komm, helfen. Erreiche eine Garage. Ich muss eine Markierung setzen. Da. Ich habe gerade die Verfolgung meines ersten Martin DB11 aufgenommen. Vor allem Stufe 3. Hau ab von mir. Woher wussten die, wohin wir fahren? Ich weiß, schaff sie uns einfach vom Hals. Seht ihr das? Wir zeigen das Lagerhaus, aber...
Scheißfalle? Mhm, die kriege ich aber jetzt gerade zurück, die Falle. So, der ist weg. Die Link hat ein gutes Gedächtnis. Sie wird tatsächlich was vergessen. Ich brauche einen Scheißsprung. Ja, hau ab von mir. Klopf, klopf. Boah, Alter, was geht ab bei denen, ja? So, im Bereich der Garage und ich hab's. Ich befürchte, dass ich das Ding verkacke. Wenn die mir leider DZ auf die Nüsse gehen. Ah, ich hab verloren. Ich habe für 3 keine Chance. Geil. Wenn ich das Ding geschafft hätte, wären die weg gewesen, alle. So, jetzt muss ich die Garage noch kriegen. Puh, Alter, was ein Rennen. Hä? Lukas? Lukas! Lukas! Oh shit, nein, nein, nein! Hey, 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 geht's dir gut? Hablame. Haut ab. Wir müssen ihn losschneiden. Was ist passiert? Wer war das? Das bin ich gewesen. Ich weiß nicht, was Sie hier vorhaben, Mann, aber hören Sie auf. Aus dem Weg, Süße. Ich fange gerade erst an. Bitte. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Lassen Sie ihn da raus. Ich habe gehört, dein Bruder soll früher ein echter Dolor en el culo gewesen sein. Aber du... Shit. Sie haben nichts getan. Ich bin's gewesen. Oh, ich weiß. Glaub mir, es gibt hier echt jede Menge Schuld zu verteilen. Jede Menge. Wir zwei. Ihr kommt mit mir. Tut mir so leid, Lukas. Es tut mir leid. Schon okay. Hey, ich sag's nicht nochmal. Nein. Bitte. Wohin bringen Sie sie? Wir fahren nur aufs Revier und unterhalten uns. Du bleibst hier. Shit. Irgendwas ist da gerade ein bisschen was schiefgelaufen. Gut. Wir kriegen das wieder hin. Jo, Sie sind am Revier vorbei. Wo fahren wir hin? Als Maul. Ihr. Ihr habt's entdeckt. Wie? Was meinen Sie mit wie? Sie haben uns reingelegt. Jemand hat geredet und ich will wissen, wer. Wir sagen Ihnen gar nichts. Denkst du, das ist ein Spiel? Spuck's aus! Sie wollen wissen, wer Ihre Plaudertasche ist? Wir sagen es ihnen erst, wenn sie uns gehen lassen. Oh, ihr werdet reden. Ich bring euch zum Reden. Und weißt du, wer dann dran ist? Dein dämlicher Schwachkopf von Bruder. Mal sehen, wie tough er noch ist, wenn ich seine beschissene Werkstatt in die Luft jage. Hm.
glaube, ich habe eine Vorahnung, wer das war. Bei dem lagen nämlich noch die Schlüssel auf dem Tisch. Verdient. Geht's euch gut? Lucas, ja, alles okay. Hauen wir ab. Soll ich vielleicht fahren? Genau, das dachte ich auch. Kommt, kommt. Und wir müssen jetzt entkommen mit der Karre, oder was? Sekunde, wartet. Bin gleich wieder da. Was zum Teufel hat sie vor? An alle Einheiten. Officer benötigt Hilfe. Möglicher Unfall ergibt sich zu uns. Ich bin jetzt vor Ort. Shit. Officer am Boden. Mach schon! Verdächtige versuchen zu flüchten. Aus dem Weg, Süßer. Ich fang gerade erst an. Süßer. Bitte was? Wo können wir hin? Pass auf. Ich wüsste, was in North Cloud denkt. Halt uns einfach aus. Was ist denn das? Es geht. Der Wagen ist noch fertiger als ich. Vor allem hier schon verfünft. Das kann hey, auch sehr lustig werden. Ich brauche deine Hilfe. Okay, was ist los? Kannst du mit ein paar Freunden meine Wagen von der Casa Rivera nach North Cloud Bank bringen? Klar. Sagst du mir auch warum? Die Cops suchen nach uns. Das heißt, wir können nicht mehr zurück. Die Schlüssel hängen am Haken. Ich schicke euch die Adresse, sobald ihr die Wagen habt. Ist Lucas bei dir? Ja. Okay, dann kenne ich den Ort. Zur Hölle fahren wir hin. Es ist sicher dort. Vertrau mir einfach. Hier steht jetzt also Polizeieigentum? Thomas! Dein Plan hätte uns fast umgebracht. Gebt mir einfach den Laptop und haltet euch raus. Ihr habt keine Ahnung, was da drauf ist. Also, jetzt machst du mich neugierig. Gebt mir den Laptop. Wir melden uns. Hier ist es. Aha. Das ist ja krass. Ich bin hier bestimmt schon 1000 Mal vorbeigefahren. Was ist das für ein Ort? Jedes Mal, wenn wir zu Hause Stress hatten, bin ich hergekommen. Dann warst du echt oft hier. Seit Papis Tod nicht mehr. Lucas, was ist passiert? Es gab ein Rennen. Es war nicht nötig, aber ich wollte immer mehr, weißt du? Also, die Cops kamen und dann war es das. Dann durfte ich jemanden anrufen. Papi ging ran. Ich war auf Streit eingestellt und hab mir überlegt, was ich sagen soll. Aber zum ersten Mal gab es kein Geschrei. Gar nichts, nur Stille. Er legte auf und 3 Stunden später war ich immer noch da. Ich habe gedacht, er will mich da schmoren lassen. Dass er mich leiden lässt. Ich war die ganze Nacht in dieser Scheißzelle und habe ihn innerlich verflucht. Ich habe ihm so viel Scheiße gewünscht, nur weil er mich nicht rausgeholt hat. Nächsten Morgen kam ein Cop rein und meinte, dass er tot ist. Direkt nach meinem Anruf hatte er den Infarkt. Ich hätte es dir erzählen sollen. Du bist nie drüber weggekommen? Nein, wie könnte ich? Lucas, du darfst dir nicht selbst die Schuld geben.
Du kannst nichts dafür. Wenn ich doch nur früher aufgehört hätte, auf ihn gehört hätte. Es ist zu spät. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Also lebe weiter. Da draußen gibt's Leute, die uns zerstören wollen. Sie wollen alles kaputt machen, wofür wir stehen. Alles, was Poppy aufgebaut hat. Ich werde das nicht zulassen. Und du? Wenn wir sie aufhalten wollen, kann ich zumindest den richtigen Wagen dazu beisteuern. Gefällst du mir? Und der gehört auch zum Plan. Mercer hatte Aufnahmen von uns. Also gibt es auch Videos der Operation. Genug, um ihn zu Fall zu bringen und der Leak zu beweisen, dass wir nichts damit zu tun hatten. Ach, shit! Wir brauchen das Passwort, verdammt! Lass uns raten. Hat Mercer eine Katze? Das war nicht dein Ernst, oder? Oh, hast du eine bessere Idee, du Genie? Ich schon. Wartet hier. Hm. Ach, Gott sei Dank, endlich mal durch. Gut Geld, gut WP. So. Vielleicht das Tüder, die kurz einmal hier noch. Wer steckt in Schwierigkeiten? Dex! Danke, dass du den Wagen geholt hast. Das ging echt schnell. Ist das was Ernstes? Hör zu. Ich hol mir gerade Hilfe wegen eines Laptops. So. Jetzt aber mal durch. Du hast einen Plan wegen des Laptops. Solange er nicht entsperrt ist, kommen wir nicht weiter.